Ich bin der Erwin Huber aus Bayern. Ich bin Jens Spahn, Mitglied des Bundestages für das westliche Münsterland. Ja, ich bin Christian Stetten, ich bin Bundestagsabgeordneter. Ich bin der Staatsminister für Kultur und Medien in der Bundesregierung. Aber hast du noch einen Namen? An sich ist er in der Szene so bekannt, dass es unbescheiden wäre, wenn ich ihn auch noch nenne. Ich nenne dich aber Bernd. Ja. Peter, ich bin hier Innenminister. Also nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Ja. Und coole Sache. Das Internet ist neutral, würde ich sagen. Ja? Und das sollen wir jetzt nicht hineinschieben in diese Gender-Diskussion. Das machen nur so unreife Burschen wie du. Dankeschön. Sondern das muss man einfach locker sehen, offen halten. Mein Eindruck ist, dass Frauen nicht nur im Internet Meinungsführer sind, sondern generell Meinungsführer durchaus sind. Wenn ich so auch die Beziehung meiner Eltern mir anschaue, habe ich durchaus den Eindruck, dass Mutter am Ende bestimmt, wo es lang geht. Also insofern ist das, drückt sich da im Internet im Zweifel nur aus, wie es auch sonst im reellen Leben. Sie haben keine lästigen Rahmenbedingungen, keine lästigen Vorschriften, sondern packen an und powern. Wenn ihr Yahoo oder was auch immer denkt und auch bei Facebook in verschiedenen Bereichen, haben die einfach die Macht übernommen. Die sind sicherlich von ihrem Naturell her auch im sozialen Bindungsbereich praktisch stärker und können sich vielleicht auch stärker in Personen reinversetzen sozusagen. Und das ist dann der durchschlagende Erfolg. Vielleicht, weil Frauen der neuen Technik durchaus sehr zugewandt sind. Das ist ja falsch, dass Frauen technikfeindlich sind. Früher waren ja mehr Frauen an den technischen Geräten. Wenn sie Schreibmaschinen und anderes nehmen, das können sie auf den Computer übertragen. Ich glaube auch in den ganzen Internetmedien, in den neuen Medien ist es einfach so, dass die Frauen die Kompetenz da übernommen haben. Und das ist, glaube ich, auch nicht schädlich. Also ich habe da nichts dagegen. Im Gegenteil, ich habe da auch lieber eine Chefin als einen Mann. Ne? Jetzt mal, Frauen sind ja auf der ganzen Linie auf dem Vormarsch, weil Frauen einfach diszipliniert, fleißig, gut sind. Ist das schlimm? Nein, das ist super. Ich bin ja Neofeminist, ja, und begeistert davon, dass die Frauen so gut auf dem Vormarsch sind. Sagen wir mal so, die dämlichen Beschimpfungen kommen meistens von Männern. Echt, und ja? Die freundlicheren Nachrichten kommen meistens von Frauen. Hast du deutsche Frauen, die du, also Lieblingsfrauen im Internet? Es gibt ja jetzt schon eine Menge bekannte Gesichter. Ich habe Lieblingsfrauen, aber im Internet, nee. Also ich suche nicht nach Frauen im Internet. Nein, ja. Da merke ich einfach, da kommt Schwung rein, die kommen neue Ideen. Und bei denen steht immer die Sache im Mittelpunkt und nicht diese testosterongesteuerte Kämpfe. Ja? Also so sind wir, ja? Naja, du weißt ja, wie die Männer sind. Okay. Ne? Dankeschön. Also, danke. Ganz gut.